euch oder erzähle ich euch, wie ich schwanger geworden bin. Ja, ich hatte ja im Juli einen Abgang und die Ärzte sagen, dass man nach einem Abgang sehr schnell wieder schwanger wird, weil der Körper einfach auf einer Schwangerschaft, er war schon eingestellt auf eine Schwangerschaft und er hat schon sehr viele Sachen entwickelt für eine Schwangerschaft und deswegen wird man schneller schwanger. Bei mir war es wirklich in dem Fall auch so, also ich habe sofort im nächsten Zyklus bin ich wieder schwanger geworden, beziehungsweise ich habe ja gar keine Periodenblutung gehabt, ich wurde einfach direkt schwanger danach. Also ich habe am 14.07. den Abgang gehabt und habe am 15.08. schon wieder positiv getestet. Ja, für uns war von Anfang an klar, dass wir direkt weiter probieren wollen. Also wir wollen es direkt weiter probieren. Das könnt ihr nach einer Ausschabung bzw. nach einer Operation nicht so schnell. Also die meisten Ärzte empfehlen da 3 Monate warten. Und ja, ich würde euch das auch raten, weil der Körper und die Psyche, die braucht wirklich so ein bisschen Zeit, um da einfach mit klarzukommen. Und ja, gebt einfach euch und auch dem Körper die Zeit und ja, dann könnt ihr es ja auch wieder probieren. Bei einem natürlichen Abgang ist es wirklich so, dass ihr direkt weitermachen könnt, weil es einfach, ja, manche Ärzte sagen, früher hat man das nicht gemerkt, dass man einen Abgang hat und das ist wie eine Menstruationsblutung. War bei mir jetzt nicht der Fall, also ich fand es schon ein bisschen stärker und was da rausgekommen ist, war auch keine Menstruationsblutung. Aber gut, es sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Ja, ich wollte auf jeden Fall direkt im Anschluss den nächsten Zyklus sozusagen wieder benutzen, aber hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wann ich meinen Eisprung habe. Und aus diesem Grund habe ich mir Ovulationstests gekauft. Die gibt's auf eBay, auf Amazon, die gibt's eigentlich überall. Die sehen so aus. Die gibt's in verschiedenen Sensibilitäten, das ist ein sehr schwieriges Wort, also gibt es in 10 MIU, in 20 MIU oder in 25 MIU. Und ich habe mir am Anfang die Tests in 20 MIU gekauft. Für mich waren die Tests aber einfach, ja, zu stark. Bei mir hat man da einfach überhaupt keine Steigerung gesehen. Ich habe am 28.07. mit den Ovulationstests begonnen. Das waren genau 2 Wochen nach meinem natürlichen Abgang. Also am 14.07. hatte ich ja den Abgang. Und weil die Ärztin einfach mir gesagt hat, ich stehe kurz vorm Eisprung. Man hat leider überhaupt keine Steigerung vom LH-Wert gesehen, sodass ich bis zum 1.8. wirklich sehr deprimiert war. Ja, hier seht ihr das, also man sieht nichts, da unten steht schon positiv, Moment. Also man sieht wirklich überhaupt keine Steigerung. Ja, das hat mich wirklich sehr deprimiert und ich war sehr traurig darüber, weil mir eigentlich da schon klar war, okay, ich kann den Zyklus vergessen. Ja, dann haben mir aber ganz viele Freundinnen von mir empfohlen, du Anna, kauf dir doch einfach mal die Ovus mit 10 MIU. Ich glaube, die schlagen bei dir eher an. Und so war es dann auch. Also da unten, die rosanen, sind zum Beispiel 10 MIU. Und da seht ihr eigentlich schon einen echt krassen Unterschied. Also das ist 20 und das ist 10. Und ja, ich fand das wirklich verblüffend. Und hätte damit niemals gerechnet. Ja, so habe ich also meinen Eisprung diesen Monat nicht verpasst. Und zwar ist der ungefähr am 3. oder am 4.8. war der Knalle positiv. Und das bedeutet, dass ca. 24 Stunden später der Eisprung stattfindet. Das heißt, wenn ihr um den Zeitraum, wenn eure Ovos positiv sind, mit eurem Mann dann herzelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wirklich sehr groß, dass ihr schwanger werdet. Ja, bei uns war es so, dass wir jeweils am 3.8. und am 5.8., also so einen Tag vorher oder den Abendtag und einen Tag danach, also ich glaube, wir haben, ja, so in circa alle 2 Tage haben wir dann geherzelt miteinander. Ja, und es hat dann auch geklappt diesen Monat. Ja, ich war wirklich sehr froh, dass ich den die Ovulationstests gekauft habe und dass ich meinen Eisprung so nicht verpasst habe diesen Monat. Als zusätzliche Hilfe habe ich weiterhin Folsäure genommen und zwar Femibio. Ja, dann habe ich mich noch ein bisschen im Internet durchgelesen und wir sind dann auf ein Gleitgel gekommen, weil wenn man schwanger werden möchte, dann sollte man kein normales Gleitgel nehmen, sondern ein extra Gleitgel für den Kinderwunsch. Und da bin ich auf Preseed gestoßen und das habe ich mir dann bestellt und wir haben es tatsächlich einmal mit Preseed probiert. Wir wollten es einfach nur mal so probieren und ja, man könnte jetzt natürlich im Nachhinein sagen, es hat dank dem Preseed geklappt, aber man kann auch sagen, es war nur Glück. Preseed ist ein Gleitgel, was den Spermien hilft, irgendwie schneller zu schwimmen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, wir haben es wie gesagt jetzt einmal probiert und es hat sofort geklappt. Also ich wollte euch das jetzt nur sagen, weil
Ja, manche Leute wollen einfach nichts unversucht lassen und manche Paare wollen einfach alles probieren und deswegen kann ich euch auch noch das ans Herz legen. Ja, sonst haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als vorher. Also ich habe natürlich nicht geraucht, ich rauche nicht und ich habe auch keinen Alkohol währenddessen getrunken, während der Kinderwunschzeit. Aber ich bin auch einfach so nicht so die Alkoholtrinkerin und genau, sonst habe ich einfach nichts anderes gemacht wie sonst. Wenn euch das Stricheraten bei den Ovulationstests einfach so blöd ist, das war es mir nämlich am Anfang, dann kann ich euch auch noch Kinderwunschmonitore empfehlen. Da gibt es zig verschiedene von Persona, von ClearBlue. Die zeigen euch dann zum Beispiel eure fruchtbaren Tage an oder so Smileys und so. Die kosten natürlich um die 100 €, aber ich denke, die werdet ihr auch ganz sicherlich für gutes Geld wieder losbekommen. Wenn ihr natürlich noch kein Geld für euren Kinderwunsch ausgeben wollt, dann kann ich euch auch Kinderwunsch-Apps empfehlen. Da gibt es wirklich einige. Ich kann die euch unten in die Infobox mal reinschreiben. Ich bin zum Beispiel bei meinen letzten zwei Schwangerschaften durch eine App schwanger geworden. Die nennt sich Mein Kalender. Ich verlinke euch die mal unten in der Infobox. Ja, die zeigt euch halt eins zu eins die fruchtbaren Tage an, wenn ihr eure Periode eingegeben habt. Aber so eine App ist natürlich nicht zu 100% sicher und es kann sich immer was verschieben. Also wenn ihr wirklich zu 100% Sicherheit haben wollt, dann solltet ihr schon auf Ovulationstests umsteigen. Ja, ich hoffe, das Video war für euch einigermaßen interessant. Das waren jetzt so unsere Hilfsmittelchen für unsere, ja, Schwangerschaft, die jetzt geklappt hat, für unseren positiven Test. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen weiterhelfen können und euch vielleicht so ein paar Tipps geben können. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss!